But I crave us hugging. Yeah, I stay stubborn. Cause I can't admit that you got all the strings and know just how to tug them. I think I'm in love. Hallo Leute, ich zeige euch heute mein Kaninchengehege, denn es hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Außen und auf dem Dach haben wir so Wellpappe, ich glaube das heißt so. Außen ist die durchsichtig und auf dem Dach schwarz und wir haben es an den Seiten einfach rangemacht, damit der Wind nicht so durchzieht. Hier seht ihr jetzt nochmal das Gehege im Überblick und ich werde euch auch die Maße einblenden, weil viele mal fragen, wie groß ist das eigentlich. Und genau, ich blende euch die einfach mal ein. Hier seht ihr jetzt einmal das Gehege von innen so ein bisschen und zwar ist das jetzt so die Sommereinrichtung, sage ich mal, und im Winter wird das natürlich noch ein bisschen kuscheliger eingerichtet. Wenn man ins Gehege reinkommt, steht da dieser Birkenstamm, den ich schon recht lange drinstehen habe, und ein bisschen weiter stehen da zwei solcher Steindinger, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall haben wir zwei davon gekauft, und zwar die größte Größe, und haben die dann einfach so aneinander gestellt. Und vor allem, wenn es so heiß ist, liegen die Kaninchen gerne darunter. Ein bisschen weiter rechts seht ihr dann den roten Hocker, der steht ab und zu mal im Gehege drinne so. Und genau daneben ist der Ausgang zum Außengehege oder der Eingang. Weiter rechts vom Hocker stehen dann so drei Näpfe, und zwar einmal so ein silberner, da kommen meistens so Trockenkräuter rein. Dann diese Keramikschale, da mache ich dann so Salat und Wiese rein. Und in den rechten daneben kommen so Kleinigkeiten wie Apfel und Karotten rein. Weiter rechts steht dann ein Haus, was ihr noch nicht kennt, weil das neu ist. Und zwar haben wir da einfach aus dem Baumarkt so eine Holzkiste gekauft, zwei Eingänge reingeschnitten und als Dach so ein anderes Brett drauf gemacht. Und genau. Oben im Gehege ist dann noch so eine Holzplatte, wo einfach so Kleinigkeiten wie jetzt momentan zwei Näpfe draufstehen. In der hinteren Ecke seht ihr dann von den Kaninchen das Klo. Und daneben ist auch direkt die Heuraufe, weil meine total gerne, wenn sie auf Klo sind, so ein bisschen Heu knabbern. Und genau, dann habe ich die einfach direkt daneben gehangen. Hier seht ihr dann das Haus, was ihr schon kennt. Das habe ich beim Knastladen bestellt, falls jemand sich das vielleicht auch bestellen möchte. Und daneben habe ich dann einfach so eine Weidenbrücke rangestellt, dass die da auch nochmal durch können. Und da liegen die auch echt gerne drunter. Als nächstes werde ich euch dann den Außenteil zeigen. Da hat sich nämlich auch einiges getan. Hier seht ihr den Außenteil einmal im Überblick. Und ich habe versucht, das so einzurichten, dass es viele Verstecke gibt, vor allem wenn es so warm ist, damit die Kaninchen sich schön in Schatten legen können und nicht so der Hitze ausgeliefert sind. Im Außenteil stehen dann auch zwei Steine und eine Weidenbrücke, wo die Kaninchen, wenn es heiß ist, echt gerne drunter liegen. Und dann noch zwei solcher Pflanzsteine aneinander, wo die Kaninchen auch bei der Hitze gerne drin liegen. Dann habe ich noch aus dem Baumarkt so eine Röhre drin liegen. Allerdings gehen meine Kaninchen dann nicht so wirklich durch, sondern verschieben die lieber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr jetzt auch ein paar neue Ideen, wie ihr euer Kaninchengehege einrichten könnt. Und genau, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!